Viele von uns leben noch oder haben in einer toxischen Beziehung gelebt, ohne es überhaupt zu merken. Ob im Job, im familiären Umfeld oder in einer Partnerschaft. Oft ganz harmlos beginnend und ehe du dich versiehst, hockst du da in einer ganz toxischen Konstellation und kommst nicht mehr raus. Worauf du achten solltest, damit es dir nicht nochmal so passiert, schauen wir uns jetzt an. Erstes Anzeichen. Wenn du Hilfe benötigst, wendest du dich nicht an deinen Partner, sondern eher an andere Personen. Warum? Weil wohl dein Vertrauen zu deinem Partner im ARSCH ist. Und du eigentlich schon weißt, dass du von dieser Person keine Hilfe zu erwarten hast. Zweites Anzeichen. Dein Partner versucht, dich von deinem sozialen Netzwerk, Freunden und Familie zu trennen. Warum? Toxische Personen versuchen, dich zu isolieren, damit du nur noch für sie da bist. Und damit sie dich voll unter Kontrolle haben. Ohne störendes und womöglich entlarvendes Beiwerk. Drittes Anzeichen. Dein Partner gibt dir das Gefühl, dass er sich für besser oder schlauer etc. erachtet. Warum? Ungesunde Personen kennen keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Es muss immer ein Machtgefälle vorhanden sein zu ihren Gunsten. Und als Schwarz-Weiß-Denker kann nur einer gut sein, einer gewinnen, einer oben stehen. Und das sind die toxischen Personen. Du hast dich mit der unteren Position als deren Zuarbeiter abzugeben. Viertes Anzeichen. Dein Partner respektiert deine Grenzen nicht und auch kein Nein von dir. Warum? Du bist nur der verlängerte Arm von der toxischen Person, dem Narzissten zum Beispiel. Du bist für die keine eigenständige Person, kein Individuum. Also kannst du auch keine eigenen Grenzen haben und aufzeigen. Und auch kein Nein sagen, weil die toxische Person, die sagt dir, was du zu tun hast. Und du hast zu funktionieren. In einer Beziehung mit einer toxischen Person ist die toxische Person immer der Puppetmaster und du nur die Marionette. Fünftes Anzeichen. Dein Partner gibt dir das Gefühl, dass er dich auf wenige Bereiche reduziert, zum Beispiel als Hausfrau, Sex, Aussehen, Geld und dich nicht als Person an sich wertschätzt. Deine Schwächen werden nicht wohlwollend akzeptiert, sondern du wirst dafür abgewertet. Warum? Ist dein Partner ein Narzisst, dann hast du nur eine Bedeutung für ihn im Rahmen deiner Funktionalität. Stichwort die vier S's. Supply, die Zufuhr, Sex, Services und Safety, die Sicherheit. Deine Persönlichkeit an sich zählt für den Narzissten null, sondern nur deine Rolle als perfekte Zufuhrquelle. Sechstes Anzeichen. Dir fällt echt nichts ein, wodurch du dich mit deinem Partner positiv gegenseitig beeinflussen kannst. Zum Beispiel den anderen für etwas Neues zu interessieren. Warum? Mit einer toxischen Person bist du nicht wirklich in einer Beziehung. Da machst du dir wirklich selber etwas vor. Beziehungen mit toxischen Personen sind transaktional. Mit einem Narzissten zum Beispiel lieferst du ihm mindestens zwei von den vier S's. Und er hält dich weiter bei Stange, indem er dir ab und an ein paar Brotkrumen hinschmeißt. Wo soll man sich in so einer Beziehung positiv gegenseitig beeinflussen? Siebtes Anzeichen. Dir fallen dagegen einige Dinge ein, in denen ihr euch negativ gegenseitig beeinflusst habt. Vielleicht hast du ja einen faulen, rauchenden und trinkenden Narzissten an deiner Seite gehabt. Und du dich dabei ertappt hast, wie er dich angesteckt hat mit dieser Faulheit. Du auch nur noch auf dem Sofa rumlümmelst. Immer öfter ein Glas Wein in der Hand und mitrauchend. Achtes Anzeichen. Dein Partner bringt dich dazu, dich schlecht zum Beispiel bezüglich deines Körpers zu fühlen. Er macht vielleicht sogar auch subtile, beleidigende Kommentare. Was deine Figur, deine Kochkünste, dein Intelligenzquotient etc. angeht. Warum? Die toxische Person kann dich am besten kontrollieren und Macht über dich ausüben, wenn du dich klein, wertlos und liebensunwertig fühlst. Und wenn du einen Narzissten als Partner hast, dann versucht er, dir seine ganze eigene Unwertigkeit und seinen Charme darüber rüber zu projizieren. Neuntes Anzeichen. Du fühlst keine Sicherheit in der Beziehung. Du hast schon öfter daran gedacht, die Beziehung zu beenden. Warum? Dein toxischer Partner wird ewig und immer Unsicherheiten in die Beziehung reinstreuen. Das ist ein Manipulationstool, um dich unter Kontrolle zu behalten. Auch, damit du dich weiter schön anstrengst, es ihm immer recht machen zu wollen. Zehntes Anzeichen. Du tust Dinge, die dir eigentlich überhaupt nicht ähneln. Zum Beispiel regst du dich sehr auf oder du schreist laut vor deinem Partner. Warum? So, eine Beziehung mit einer toxischen Person bringt dich ganz schön an deine Grenzen. Du erkennst dich im Laufe der Zeit gar nicht wieder. Und du merkst, dass das Verhalten der toxischen Person auf dich abgefärbt hat. Elftes Anzeichen. Dein Partner zeigt sich ignorant, unempathisch bezüglich deiner Gefühle. Zum Beispiel, wenn du eine Schwäche zeigst, gibt er dir das Gefühl, irrational, schlecht, krank etc. zu sein. Warum? Was soll eine toxische Person mit deinen Schwächen?
du als Person interessierst nicht, sondern nur deine Funktionalität. Also, du musst perfekt funktionieren und weg mit deinen Schwächen. 12. Anzeichen. Dein Partner bringt dich dazu, unmoralische Dinge zu tun, zum Beispiel zu lügen. Warum? Mit moralischem Verhalten haben toxische Personen meist wenig am Hut. Und wenn, dann ist es oft künstlich aufgesetzt, weil es ihnen für irgendwas nützt. Toxische Personen erwarten auch von dir in dieser Angelegenheit vollkommene Loyalität. Sie erwarten also, dass du für sie lügst, betrügst, etc. Anzeichen 13 für eine ungesunde Beziehung. Du fühlst dich jetzt unsicherer und weniger wertvoll als vor der Beziehung. Warum? Toxische Personen saugen dich aus. Sie rauben dir deine Persönlichkeit und implantieren ihr eigenes negatives Bild in dich hinein. Du wirst im Laufe der Beziehung immer mehr zum Spiegelbild deines toxischen Partners. 14. Anzeichen. Dein Partner nimmt dich nicht ernst, insbesondere wenn du mit ihm über Wichtiges sprechen möchtest. Warum? In einer toxischen Beziehung geht es nur um den toxischen Partner und null um dich. Also, warum Zeit verschwenden für deine Belange? Anzeichen 15. Dein Partner scheint sich nicht wirklich dafür zu interessieren, wenn du mit irgendetwas Erfolg hast. Er versucht hingegen, dich eher klein zu machen. Warum? In der Welt einer toxischen Person, insbesondere eines Narzissten, gibt es nur einen, der Erfolg haben kann. Und das ist der Narzisst. Mögliche Erfolge anderer werden insbesondere vom verdeckten Narzissten hochgradig, bösartig beneidet. Und ich empfehle dir, falls du das noch nicht gemacht hast, zum Themenbereich verdeckter Narzisst dir hier oben rechts den Beitrag nach Ende dieses Beitrages anzuschauen. Anzeichen 16. Du kannst dich nicht fallen lassen. Wenn du über etwas Unangenehmes sprechen möchtest mit deinem Partner, bist du dir nicht sicher, ob er respektvoll und hilfsbereit reagieren wird. Warum? Im Laufe der Beziehung mit einer toxischen Person wird dir immer mehr, wenn auch unbewusst, klar, dass du und deine Bedürfnisse null zählen. Anzeichen 17. Dein Partner macht Witze darüber, dich zu verlassen oder sich mit anderen Partnern zu treffen. Warum? Mittels Einbeziehung Dritter, ob nun real oder auch nur imaginär, schürt die toxische Person das Konkurrenzdenken, bringt Unsicherheit rein und hält dich mittels Triangulation komplett unter Kontrolle. Anzeichen 18. Wenn ihr physisch nicht zusammen seid, scheint es so zu sein, dass dein Partner die räumliche Distanz genießt. Wenn er zum Beispiel arbeitsmäßig unterwegs ist, meldet er sich zum Beispiel nicht von selbst aus oder verspätet. Und oder er schläft schon mal auf dem Sofa ein. Das machte er früher nicht. Warum? Dein toxischer Partner sieht dich nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn. 19. Anzeichen. Wenn du mit deinem Partner über etwas streitest, fordert er, dass du entweder nachgibst oder ihr die Diskussion gleich ganz lasst. Warum? Es gibt nur eine Person, die gewinnt und was zu sagen hat. Die toxische Person. Anzeichen 20 einer ungesunden Beziehung. Du bist dir unsicher, wie verlässlich oder unterstützend dein Partner wäre, wenn du ihn wirklich brauchst, zum Beispiel wenn du krank wirst. Warum? Diese, deine Bedenken und Unsicherheit sind leider vollkommen berechtigt. Toxische Personen sind meist auf und davon, wenn von ihnen das Geben erwartet wird. Ein Narzisst zum Beispiel ist in seiner Kernsubstanz ein Taker, ein Nehmer. Zu geben hat für ihn nur manipulative Funktionalität, um dann von dir noch mehr zu bekommen. Anzeichen 21. Du denkst, dass dein Partner wesentlicher Grund dafür ist, dass dein Leben nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast. Warum? Wenn du mit einer toxischen Person über längere Zeit zusammen bist, dann lebst du nicht mehr dein Leben nach deinen Vorstellungen, sondern dann lebst du ein Leben nach den Vorstellungen deines toxischen Partners. Anzeichen 22. Dein Partner verhält sich ignorant bezüglich deiner Interessen. Er beurteilt deine Hobbys danach, ob sie ihm gefallen, nicht danach, ob sie dir wichtig sind. Das war zu Anfang nicht so. Da fand er deine Interessen toll und hat alles mitgemacht. Warum? Ist dein toxischer Partner ein Narzisst, dann hat er dich während der Lovebombing-Phase einfach simpel gespiegelt. Auch deine Interessen. Ein Narzisst ist da wie ein Chamäleon. Ein Chamäleon passt seine Hautfarbe situativ an. Und so ähnlich agiert auch der Narzisst. Das einzige wirkliche Interesse, was ein Narzisst hat, ist, dass er Zufuhr bekommt. Und für narzisstische Zufuhr tut ein Narzisst alles. Auch dir vorzuspielen, dass deine Interessen seine seien. Und so verfährt er auch mit der Next, was dich dann verwundert dastehen lässt. Dass dein toxischer Ex bei der Next zum Beispiel zum Sportjunkie mutiert ist, während du dir ganz sicher bist, dass er Jahrzehnte zuvor mit Sport nix am Hut hatte. 23. Anzeichen. Dein Partner neigt dazu, dich zu machen. Er vermeidet es, über wichtige Themen zu reden und reagiert dann immer launisch. Warum? Selten haben toxische Personen die Fähigkeit, Probleme zu lösen.
Schuld und Verantwortung haben immer die anderen. Also, warum Zeit verschwenden mit Diskussionen, welche die toxische Person doch gar nicht betreffen? Anzeichen 24. Du denkst nicht, dass dein Partner ein gutes Elternteil ist, noch wäre. Er macht nur was mit dem Kind, wenn er dazu aufgefordert wird und kümmert sich ansonsten nicht. Warum? Ein Narzisst zum Beispiel sieht seine eigenen Kinder auch nicht wirklich, sondern nur als Zufuhrquelle. Die eigenen Kinder sind für den Narzissten meist Sekundärwirte. Und es gibt auch die traurige Konstellation, dass das arme Kind als Hauptwirt herhalten muss. Narzissten und andere toxische Elternteile sind wahrlich nicht förderlich für die gesunde Entwicklung eines Kindes. Und das thematisiere ich in den Beiträgen Toxische Eltern, wo es Stand heute schon 2 Beiträge von gibt. Anzeichen 25. Manchmal vermeidest du es, nach Hause zu kommen und gehst zum Beispiel lieber zu deiner Familie oder Freunden, da du es als entspannender dort empfindest. Warum? Durch die ewige Dramaturgie mit den toxischen Personen ist dein neurotransmitterer und hormoneller Haushalt durcheinander. Du bist mit der toxischen Person praktisch unter Dauerstrom, praktisch im Überlebensmodus, ständig in der unbewussten Erwartungshaltung, dass von hinten die Keule kommt. Und wenn dir dieser Beitrag zu diesen ersten 25 Anzeichen einer ungesunden Beziehung gefallen hat, dann sei gespannt über Teil 2 Beitrag mit weiteren 25 Anzeichen für eine toxische Beziehung. Dein Abonnement und die Betätigung der Abo-Glocke helfen dir, den spannenden Teil 2 nicht zu verpassen. In diesem Sinne schicke ich dir eine große Portion Kraft. Du schaffst das. Glaub an dich.